Hallo, ich bin der Konrad. Das ist ich bin der Jan. Und wir sind hier auf der Gamescom und wir haben uns gerade eben bei Ubisoft The Fighter Within angeguckt. Das ist ein neues Kinect-Prügelspiel für die Xbox One. Und ich weiß, was ihr denkt. Kinect-Prügelspiel? Ja, das war so auch ungefähr unser Eindruck. Fängst du an? Ja, also ich muss sagen, die Idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung ist Gott. Also das geht wirklich überhaupt nicht. Statt zu verteidigen, greift dein Charakter an. Entweder gibt es eine Verzögerung und dein Charakter liegt schon längst am Boden. Also, wie gesagt, Idee gut, Umsetzung miserabel. Man hat so, wir haben jetzt nur zwei Charaktere gesehen. Das sind so Tekken-Rejects halt. Ja. So ein großer Tattoo-Typ und so ein zierliches Japano-Mädchen. So ein Blumendress. Und das sind halt, geht halt... Ich habe das Dragon Ball Kinect-Prügelspiel nicht gespielt, aber ich vermute, es ist recht ähnlich, dass du halt Bewegungen hast und du musst bestimmte Bewegungen machen, die dann umgesetzt werden. Also man schlägt halt so und dann schlägt der Charakter auf den Bildschirm oder man macht so und dann kommt der Block. Das Problem, was bei Kinect-Spielen oder bei Motion-Control-Spielen generell immer der Fall ist, dass es halt einfach einen Moment dauert, bis deine Bewegung im Spiel ist. Und das macht es halt schwierig, auf den Gegner zu reagieren. Ebenfalls ein Problem, es gibt viele Bewegungen, da geht der Charakter halt in so eine Animation rein. Also wenn man einen Wurf hat, dann fängt er an, macht den Wurf, gibt ihn hoch, schmeißt ihn woanders hin. Und dann muss man aber warten, bis der gesamte Bewegungsablauf vorbei ist, bevor man die nächsten Bewegungen eingeben kann. Also man kann sich so aufladen, wie bei Dragon Ball. Also wenn man so dasteht, dann steigt die Energieleiste für Special Moves. Aber das kann man zum Beispiel nicht machen, während der Gegner am Boden liegt, weil da die Animation noch läuft. Genau, also die Animationen sind ziemlich... Für meine Verhältnisse ein bisschen langatmig gehalten, wenn du einen wirfst, dass er ihn erst hochpackt, dann runterschmeißt. Und das alles, das hätte man alles im Spielverlauf reinbringen können, ohne Animation, wie in Spielen wie Tekken und so. Aber das kann man ja nicht vergleichen, weil es ja für die mit Controller, soll man sagen, Steuerung funktioniert alles. Aber ja, für meinen Geschmack ist Fighter Within einfach nichts. Und es waren auch viele Sachen, die habe ich einfach nicht richtig erkannt. Also das ist immer noch so, das war bei Kinect ja schon immer so, aber zum Beispiel, es gibt, so muss man machen, damit er zurückgeht, und das hat er bei mir fast nie gemacht. Also einfach, wir haben jetzt 3 Jahre Kinect. 3 Jahre Kinect. Und sie haben immer noch nicht die Kinderkrankheiten ausgebildet. Also. Fast alles ist noch drin, das Aussehen verändert, das Innenleben ist beschissen. Das war's von mir. Das war's von mir.